Oft schauen sich Aileen und Abdulalem Malik die Bilder von ihrem Sohn Ibrahim an. Mehr als ein Jahr nach seinem Tod ist die Erinnerung noch lebendig. Ibrahim ist Teil der Familie. Was wir dann machen, ist einfach wirklich auch in den Momenten zu reden. Wenn wir ihn vermissen, schauen wir uns wirklich vielleicht eine halbe Stunde, 10 Minuten, 5 Minuten, egal wie lange, einfach mal Bilder von ihm an oder Aufnahmen und erinnern uns einfach sehr gerne an die Vergangenheit, die Zeit, die wir mit ihm gerne hatten. Ibrahim ist nur 1 Jahr und 3 Monate alt geworden. Ihr Glaube hilft dem Paar aus der Nähe von Darmstadt, ihr Schicksal anzunehmen, nach vorne zu schauen. Ich hatte die Option zu sagen, mein Leben hört damit auf und alles, worauf ich gehofft und abgezielt habe. Und ich habe mich gefragt, warum ich persönlich damit geprüft werde und meine Frau. Und für mich war die Antwort, um es als ein Erlebnis oder eine Erfahrung zu sehen, die mich aufbauen soll. Ibrahim hatte keine Überlebenschance. Er hatte einen Gendefekt, den er von seinen Eltern geerbt hat. So etwas kommt selten vor. Nach 5, 6 Wochen haben wir dann Diagnose bekommen, dass mein Mann und ich denselben Gendefekt haben. Und das war dann für mich in dem Moment einfach, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme einfach mein Schicksal an. Es ist so, wie es ist. Nach 4 Tagen im Kreißsaal haben wir uns natürlich super gefreut, als er dann endlich da war. Jedoch haben wir schon in der ersten Nacht ein Riesenproblem gehabt. Und zwar ist sein Gesundheitszustand schlagartig zugrunde gegangen. Das heißt, er lag dann in der Intensivstation und noch in derselben Nacht haben wir dann mitgeteilt bekommen, dass unser frisch geborener Sohn todeskrank ist und dass wir eventuell wenige Tage oder eventuell auch nur 1 Woche mit ihm gemeinsam haben werden. Die Zeit auf der Intensivstation ist kurz. Das Paar entschließt sich, dass Ibrahim nach Hause kommen soll. Ab dem Zeitpunkt, wo wir dann nach knapp 1 Monat wussten, was er auch konkret hat, wurde er als palliativ eingestuft. Palliativ heißt nichts anderes, dass das Kind eben das Krankenhaus verlassen darf und zu Hause in die eigenen 4 Wände kommt, also zu der Familie, zu den Freunden. Und ab diesem Zeitpunkt an war es dann halt eben so, dass diese Ärzte dann zu uns kamen, sich um ihn gekümmert haben und gleicherweise wir auch unseren größten Wunsch erfüllt bekommen haben. Und dieser war, ihn einfach nur zu Hause zu haben. Ibrahim wird zu Hause betreut von dem Kinderpalliativteam aus Frankfurt-Sachsenhausen. Die Ärzte und Seelsorger haben einen engen Kontakt zur Familie. Auch heute, 1,5 Jahre nach dem Tod von Ibrahim. Annette Krüger hat die Familie von Anfang an betreut. Wir haben einen großen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen medizinischen Einrichtungen. Wir haben Zeit. Wir fahren in die Familien hinein. Wir stellen unser Team vor. Wir stellen unsere Arbeit vor. Wir sind 24 Stunden rufbereit. Das heißt, die Eltern können uns immer anrufen. Ich liebe dieses Team. Also die waren wie eine Mutter für mich sozusagen. Also natürlich habe ich noch eine Mutter, die ich natürlich bei mir hatte. Aber medizinisch, und die haben mich ja auch gepflegt. Nicht nur das, mein Sohn selbst, sondern die haben auch nach uns geguckt, wie es uns geht. Abdul will offen über seine Erfahrungen mit dem Kindesverlust reden. Menschen in gleicher Situation Mut zu geben und insbesondere Männer will er ansprechen. Von Männern, für Männer letztlich eine Botschaft haben, dass es A, gar nicht schlimm ist, das wirklich auch anzusprechen, offen mit dieser Sache umzugehen. Denn ich glaube, gerade wir Männer in der Gesellschaft sind dazu konditioniert, nicht über Gefühle zu sprechen. Abdul arbeitet im Gesundheitswesen. Deshalb will er dem Kinderpalliativteam helfen. Im kommenden Frühjahr will er einen Spendenmarathon starten und mit dem Fahrrad 5000 Kilometer nach Hebron, Jerusalem und Mekka fahren. Dafür hat er die Spendenkampagne Abraham's Children gegründet. Abraham's Children, der Name ergibt sich daraus, dass wir nach islamischem Glauben davon ausgehen, dass Kinder, die jetzt eben pränatal oder schon eben auch schon als Säugling oder auch später, die frühzeitig versterben, bei Abraham im Jenseits sind, unabhängig vom Glauben. Also egal, ob man Christ, Jude, Muslim oder halt eben auch Atheist ist, ist total Jack in die Hose. Diese Kinder sind der Obhut von Abraham, bis die Eltern eben auch selbst ableben und später mit ihnen dann eben gemeinsam ins Paradies eintreten. Es ist nicht seine erste Charity-Radtour. Ziel ist es, 70.000 Euro zu sammeln während der Reise auf dem Rad. Denn nicht alle Leistungen des Kinderpalliativteams werden von den Krankenkassen getragen. Das Zurückgeben ist einfach eine Danksagung
an das Palliativteam, was uns wunderschön betreut und versorgt hat. Und gleicherweise auch letztlich ein Stück Mut an diejenigen, die jetzt gerade die Situation durchlaufen, ihnen Aufmerksamkeit zu geben und an letzter Stelle eine Sensibilisierung innerhalb der Gesellschaft zu fördern. Abdul und Aileen wollen anderen Menschen helfen, die ein ähnliches Schicksal wie sie haben. Aileen ist bereits Seelsorgerin und macht jetzt die Ausbildung zur Trauerbegleitung. Und Abdul will im Frühjahr 3 Monate lang auf seiner Charity-Pilgerfahrt unterwegs sein. Starten möchte er am Grab seines Sohnes.